So, liebe Leute, willkommen zurück, euer Berge wieder am Mikrofon aus City Skyline vom Allerfeinsten. Letztes Mal haben wir so ein bisschen hier fleißig die Workstreet ausgebaut, aber auch die nächsten, ja, Wege und Pläne geschmiedet, ne, so kann man es schon sagen, wo es weitergehen soll. Aber ich tendiere jetzt schon mittlerweile hier zu einer richtigen großen Wohnsiedlung, eine schöne. Hier bildet sich an unserem selbstgebauten Park, bilden sich so, ja, ein paar schöne Gebäude. Gucken wir mal, dass wir hier vielleicht in dem Bereich, ja, irgendwo müssen wir nochmal Bürogebäude ansetzen. Da kommen wir fast nicht drum herum. Ich würde fast sagen, hier. Ich versuche das mal. Will ich noch eine Querstraße haben? Eigentlich bräuchte ich noch eine. Ich kann das aber mal probieren, mit einer Einbahnstraße zu lösen. Was ganz Spezielles machen wir jetzt. Da rechnet jetzt gar keiner mit, was er jetzt baut, der Belgi. Ja, das trennt nämlich jetzt, was ich jetzt vorhabe. Das trennt so ein bisschen die beiden Gewerbegebiete voneinander ab. Und entlastet tierisch den Verkehr. Ja, dann führen wir hier unten wieder rein. Das ist jetzt Einbahnstraße, ne? Vom Feinsten. Das können wir so wiederholen. Ja, ein bisschen enger soll es schon. Wir wollen ein bisschen platzsparender sein diesmal. Ihr seht. Ah, das ist jetzt fast schon ein bisschen zu eng hier. Das ist jetzt schon fast ein Ticken zu eng. So dürfte das passen, ne? Ja. Man sieht das ja hier. Man kann ja die Kanten überblenden, ne? Ihr seht das, glaube ich, ganz gut. Ja, da muss man jetzt auch kein Hellseher sein. Ihr wisst schon, was ich meine. So, für eins reicht's noch, ne, würde ich fast sagen. Da kann man ja ein bisschen Platz lassen zwischendrin. Ist mal was ganz Neues. Mal schauen, wie sich das so entwickelt. Auch verkehrstechnisch, ganz interessant. Ganz heiße Geschichte. Hier oben führen wir den Verkehr immer rein. Und hier unten, dafür entlasten wir ihn hier. Wenn ich nämlich überlege, dass hier die große Innenstadt rein soll. Ne, das Riesenbankenviertel habe ich hier geplant jetzt. Da könnt ihr auch mal schöne Namen raushauen. Also, an die Politikallee grenzt das direkt an, hier. Das soll das absolute Wahnsinnsbankenviertel werden. Und ich wollte vorher noch die Autobahn dazu setzen. Also nicht zu viel ausbauen erstmal. Das ist Madison Park. Oh, ja, schon mal ein geiler Name. Da wird die eine oder andere Straße sicherlich nochmal umgebaut werden müssen. Vielleicht sogar noch einen schönen Bahnhof angelegt, weil wir da auch die Bahnschienen haben. Wird ganz heiß, auf jeden Fall. Neubergversorgung haben wir da oben, das passt auch. Wie habe ich ihn gesagt? Das müsste Norden sein, ne? Das ist Norden, habe ich gesagt. Hier unten ist Süden, Alheim ist im Süden und das ist hier der Norden. Ja, ja, so habe ich, so haben wir es eigentlich ausgelegt. Muss ich mir noch schön was ausdenken, wo wir noch, ja, das ist der Nord. Oh, das sieht so geil aus, oder? Sieht das geil aus? Ich find's geil, unseren Park hier. Auch von der Größenordnung finde ich ihn auch richtig passend. Richtig schön groß. Perlenplatz. Nordpolitikpark. Gerne. Haut's rein, wenn ihr schöne Vorschläge habt für Namen. Bin ich sehr, sehr gerne bereit, da mit mir reden zu lassen und noch einen Namen zu ändern natürlich. So, und dann habe ich ja überlegt, was hatten wir hier, die sechsspurige? Ne, die vierspurige, welche ist denn das? Die hier war das, ne? Die war das, ja, hundertprozentig. Oh, jetzt wird es ein bisschen knifflig. Was hat er denn jetzt vor, der Bergi? Oh, jetzt legt er hier auch den nächsten Highway an. Hier möchte ich ganz gerne sowohl als auch. Die Ideen quillen über, aber ob ich das immer alles so hinkriege, damit es auch schön aussieht, weiß ich halt auch noch nicht. Ne? Muss man ein bisschen probieren. Und zwar hätte ich hier ganz gerne noch Universität und dann nochmal ein schönes Wohnungsviertel hier. Wohnungsviertel kann ich schon mal so abtrennen. Spontan. Ort ist bereits belegt. Okay, was ist da los?
So. Wohnungsviertel. Von mir aus gerne auch hier, aber das, da haben wir keine Chance, was reinzubauen, ne? Das ist nämlich so vermaledeit hier. Ja, dann sollte ich schon hier oben anlegen. So, ich guck mal, ob ich hier nochmal was anlegen kann, so rund. Ja, dann ist auch schon Ende, glaube ich, ne? Mehr kann man hier nicht mehr nutzen. Und dann geht's hier runter. So. Ja, haben wir den Platz halt optimal genutzt, würde ich sagen. Besser geht schon gar nicht. Also noch mehr macht dann auch schon keinen Sinn. Mehr. So. Nutzen wir mal so eine kleine Kreuzung hier unten. Und das wird auch nochmal ein schönes Wohnungsviertel. Aber erstmal die Universität möchte ich ganz gerne anlegen. Dafür bietet sich schon fast ein schöner Kreisel an. Und zwar fährt man von hier oben runter. Ne, brauchen wir keinen Kreisel, machen wir so. Und dann fährt man hier oben wieder zurück. Landet dort. Und an der Oberkante hier oder hier von mir aus kommt die neue moderne Universität. Ja, da baue ich jetzt mal eine moderne. Denn ich habe da mal noch eine Idee. Nicht das Modern Art Museum. Das Theater der Wunder. Eigentlich habe ich gedacht, ich baue da die Bibliothek noch dazu. Die moderne. Expo Center bauen wir noch. Was ist das? Wissenschafts... Boah, sehr geil. Das Wissenschaftszentrum. Könnte man auch eigentlich von der Größenordnung zur... Ich komme jetzt gerade nicht drauf, was ich sagen wollte, Leute. Ach, ärgerlich. Ach, hier ist es. Zu unserem Messegelände hätte man das auch bauen können, ne? Ich habe es jetzt so genutzt. Oder nutze es jetzt so. Ich finde es ganz passend hier, das Bildungsviertel. Da kriegen wir dann auch die ganzen Arbeiter rein, die wir später für die High Noon City brauchen. Da sollte man schon ziemlich zügig anfangen zu planen. Ja gut, aber wir finden immer noch Platz für Bus und Bahn. Also mit Bahn meine ich dann U-Bahn. Gar kein Problem. Bin ich. Zuversichtlich bin ich da. Zuversichtlich. Schwieriges Wort, komme ich nicht drauf. So. Kenne keine Fremdwörter. Aufgepasst. Und dann hier. Sehr schön. Ja, ich muss mich auch mal bei euch bedanken. Aber letztens, glaube ich, gelesen von Loginaldo so einen schönen Kommentar. Da hat sich dann so ein bisschen, der war so ein bisschen lobend. Ich muss aber auch dazu sagen, City Skyline ist auch wirklich ein Spiel prädestiniert dafür, wenn man Spaß hat, ne, so ein bisschen, ja, ein bisschen kreativ da rumzubasteln, ne. Hat schon, ich möchte mal sagen, vom Konzept her ist es schon Minecraft-like, ne. Man baut was und möchte es ganz gerne dann in Videos mit anderen teilen, ne, mit Zuschauern teilen, mit Leuten, die da auch Spaß dran haben. Das ist schon ganz cool. Was haben wir denn hier für Probleme? Oh, hat sich das entwickelt hier. Oh, es ging aber zügig. So haben wir aber nicht kalkuliert. In süßen Born. Hui, es ging aber echt zügig. Habe ich gar nicht so mit gerechnet. Wir wollten hier auch noch ausbauen, ne? Vielleicht können wir das ja sogar ein bisschen nutzen. Heute habe ich irgendwie so mein Einbahnstraßen-Flair. Flavor. Ne, das ist schon aufgefallen, oder? Dass ich heute ein bisschen spitz auf Einbahnstraßen bin. So. Ah, nicht erschrecken. Wird gleich korrigiert. Ja, da muss ich auch schon weglöschen, ne? Sonst wird das nichts. Gleiche gilt hierfür.
Ja, man weiß halt nie genau, wo sind die Leute, ne? Wenn man dann die Karte schön ausnutzt, entgeht man auch so ein bisschen den absoluten Stauchaos. Aber ich bin der Meinung, wir haben sicherlich irgendwo. Man hat das nicht immer im Auge, zum Glück. Man könnte sich natürlich am Auge packen. Man könnte sich Finger ins Auge stecken. Aber ich habe ja hier dieses Analytics-Teil. City Vitals nennt sich das. Da sieht man ja auch immer, was gerade mit der Stadt so los ist. Das kann man ja auch mal einschalten. Sieht aber bis jetzt ganz gut aus, ne? Verfügbarer Strom müsste mal auf jeden Fall in die Versorgungsbetriebe noch was tun. Oder vielleicht nochmal einen Staudamm anlegen. Vielleicht sogar an der Adresse hier. Da bin ich schon fast drauf und dran zu sagen. Würde sich rentieren. Würde sich wirklich rentieren. Lege ich ihn weiter vorne an oder weiter hinten? Ja, das ist die große Frage. Weil dann müsste das Wasser ein bisschen höher stehen noch, ne? Müsste man fast schon hier hinten machen dann. Wenn man das dazu kauft. Aber na gut. Alternativen haben wir leider keine. Wir haben da oben einen Staudamm angelegt. Hier macht es keinen Sinn. Man könnte hier noch einen anlegen. In dem Bereich, wenn wir später haben. Oder hier. Ja, wird sich so sogar anbieten, ne? Wenn wir hier das Wasser stauen. Geht aber nicht. Ist defekt. Außerhalb der Stadtgrenzen muss ich erst dazu kaufen, ne? Außerhalb der Stadtgrenzen, aha. Ja. Geht so nicht, müssen wir erst dazu kaufen. Dann können wir hier noch einen reinsetzen, in diesem kleinen, in der kleinen Mündung. Wie gesagt, alternativ wäre hier die Möglichkeit. Könnte ruhig ein bisschen strömiger sein. Aber, ja, warum nicht, ne? Ob es was bringt, weiß ich nicht. Weiß ich noch nicht. Das sehen wir dann später. Viel passieren kann hier nicht. Ich glaube nicht, dass hier so viel passiert. Ob das so effektiv ist, kann ich mir kaum vorstellen. Wir werden es sehen. Überlandstraße baue ich hier mal. Ne, einfach eine kleine Straße, die hier lang führt. Gefälle zu steil. Na, so geht's doch. So. Dann ist der zumindest mal versorgt. Hat zumindest mal eine Straßenanbindung. Zumindest in eine Richtung. Ah ja, der macht jetzt wirklich dünn. Oh, jetzt die große Frage, wie viel produziert der? Ich meine, jetzt haben wir der Wasserstand ist ja hier. Oh, da staut sich ja richtig hinten dran. Oh, das sieht ja spannend aus. Null Megawatt. Ausgangsleistung. Dann muss ich vielleicht irgendwie mal anbinden, oder? Schauen wir mal, ob wir das direkt verbunden kriegen. Also wenn der jetzt kein Strom erzeugt, weiß ich auch nicht. Außer Betrieb. Na, wir warten mal ab. Jetzt haben wir echt den Fluss hier stillgelegt. Nur ist ein Rinnsal übrig. Oh, ja, heftig aus, ne? Das sieht echt heftig aus. Das sieht jetzt schon krass aus. Mal gucken, was denn hier noch weiter so passiert. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte jetzt vermutet, die Strömung ist immer noch stark genug. Wir beobachten das mal. Wir beobachten das mal. Wie das da weitergeht, ne? Noch scheint es da relativ schmal zu sein. Nicht viel zu passieren. Gut, das haben wir angelegt. Sehr schön, sehr schön. Ganz wichtiges Viertel. Selbstverständlich kriegen wir hier auch ein Krankenhaus. Das können wir eigentlich sogar. Das kann ja sogar so ein Universitätskrankenhaus sein. Kennt ihr ja, ne? Charité in Berlin. Wunderbar. Können wir so nutzen. Ich baue auch hier nochmal ein größeres Feuerwehrrevier. An die Oberkante baue ich auch nochmal ein größeres Polizeirevier. Sehr schön. Das sieht gut aus.
Das haben wir. Ich nehme dann noch die Berufsschule mit. Und eine große Grundschule, die setzen wir an der Ecke mal. Die ist dann in Reichweite. Aber nicht direkt da mit den Erwachsenen zusammen, ne, die hier lernen. Gerade die Studenten, ne, und Berufsschüler. Die sind ja schon ein bisschen älter, ne? Die wollen ein bisschen unter sich sein. Also in Ordnung haben. So. Okay, ich würde fast sagen, Leute, probieren wir es doch mal schön anzulegen. Dafür nutze ich jetzt die geraden Straßen. Ich versuche schon, so viel Platz wie möglich mitzunehmen. Ich glaube, ich baue in der Richtung. Ja. Ein bisschen was freilassen. Und dann einmal. Mach mal ruhig schräg. Mal gucken, was draus wird. Aber einheitlich. Mal gucken, wer hier hinzieht, ne? Da bin ich echt gespannt. Hochhäuser, schmale Gebäude, das ist die große Frage, ne? Nobelviertel mit, naja, wir nutzen das schon für Hochhäuser, würde ich vorschlagen. Also wir brauchen definitiv in dem Bereich, das hier, das ist das Spezialviertel jetzt, nenne ich es mal so. Ihr müsst den Namen noch, Fichtenhügel heißt es aktuell. Auf jeden Fall, und alle Fälle. Solche. Wenn dann, dann, ne? Das Beste vom Besten. Wasser haben wir ausgewiesen. Das passt eigentlich. Krieg ich was Schönes hier rein. Was noch so ein bisschen Touch weggibt. Ah ja, ich habe schon was Geiles, Leute. Das habe ich noch gar nicht verwendet. Müsste man eigentlich ein bisschen mehr in den Park reinsetzen oder bräuchte man mehr Parkfläche, aber ich habe die Hoffnung, dass es hier reinpasst und uns so ein bisschen den Stil vermittelt. Ort ist bereits belegt. Ach, muss an der Küste platziert werden. Es passt tatsächlich hier vorne hin. Aber da sind wir beim Zug. Naja, komm. Geil sieht's aus, das nehmen wir so mit. Mein Gott. Und so geht's da runter. Das ist ein total spannendes Gebäude, finde ich. So. Jetzt müssen wir halt doch so bauen, um die Fläche zu finden immer. So, immer so die Quergeschichte. Mal schauen, ob das funktioniert. Wir werden es sehen. So. Natürlich ein bisschen von dem. Den Rest halte ich mal ein bisschen flacher. Interessant. Interessant wird's. Mal gucken, was sich bildet. Wir werden's sehen. Na doch, vielleicht hier in der. Mal schauen, wie es aussieht. So. Den Bereich mache ich dann noch mal ein bisschen in der Form. Hier auch. Ich muss den Landwert hier noch erhöhen, ist ja klar. Der ist noch zu niedrig, weil auch keine Verkehrsanbindung ist und nix, ne? Klar.
Okay. Jetzt müssen wir halt hoffen, dass man hier schnellstmöglich. Ich versuch's mal zu lösen, indem ich unsere allseits beliebte Sandbox ein bisschen verteile. Platz dürfte hier eigentlich genügend sein. Auch stromtechnisch. Ja, ob das reicht. Ja, hier wird schwierig dann. So. Okay. Nur Hoffnung, wir kriegen irgendwie Strom da rein. Naja, wir können auch, zweifelsfrei können wir auch einfach mal die Stromverbindung hier anlegen, ne? Ist jetzt auch nicht so schlimm. So. Kann man immer noch wegreißen. Hauptsache, ist erstmal versorgt. Das gleiche gilt hierfür eigentlich. So. Oh, verfügbarer Strom. Das scheint gut zu sein mittlerweile. Hat sich auch wieder ein bisschen akklimatisiert, unser Staudamm. Oh ja, der ist richtig angestiegen. Schaut mal. Der hat so richtig den Wasserstand hier erhöht. Und produziert 464 Megawatt. Das ist viel, ne? Oder? 480. 496, aber wenn es so weitergeht. Sehr schön. Später bauen wir hier auch noch einen ran. Das sieht auch lustig aus, das Teil, ne? So, mal. Wie heißt das Teil? Marina Bay. Ja, wir bauen auch hier schöne Parks an, ne? Später, klar. Das bleibt nicht aus. Interessant. Bin mal gespannt, wie das sich hier alles so weiterentwickelt. Hier ist ein kleiner Laden vielleicht noch. Vielleicht kann ich die auch noch abspeichern und sagen, hier nur solche Geschäfte. Vielleicht zum Burger King oder so, was halt immer auch überall steht. Sehr schön. Tipptopp. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao, euer Bergi.